Miau, miau. Ja, hallo, willkommen, hey ho und so. Ich bin doch nicht in meiner Höhle geblieben, wie in der letzten Folge gesagt, sondern ja, das habe ich einfach nicht mehr geschafft und ich hatte auch keine Wolle für ein Bett dabei und bevor mir langweilig wurde, bin ich einfach zurück ins Dorf gelaufen, hab da nochmal ein bisschen rumgekrost und ja. Den schmerzlichen Verlust von 1.8 habe ich auch halbwegs verdaut. Ich hoffe, ihr habt das auch geschehen bekommen. Ne? War natürlich sehr dramatisch. Dann wollen wir mal sehen, dass wir jetzt hier so ein bisschen weitermachen. Ich habe mir noch einen Eimer hergestellt. Bin also nicht ganz unvorbereitet. Muss mal eben gucken, wie weit sind wir denn. Also muss der Baum hier mal weg. Der Baum, der muss hier weg. Der Baum muss weg. Holz brauchen wir auch. Das war's, glaube ich. Sehr schön. Ach ja, und eine Schere habe ich mir auch gebaut jetzt, ne? Weil ich habe echt nur noch ein Stück Wolle. Und das ist ja sowieso viel zu wenig. Nicht nur für ein Bett. Wolle braucht man ja eigentlich auch sehr viel. Das ist ein toller Baustoff. Schippe. Ja, was habe ich denn vor hier? Was habe ich denn hier vor? Ha? In der letzten Folge haben wir schon erfolgreich ein bisschen Terraforming getrieben und also das bedeutet, wir haben das Land etwas bearbeitet, damit es schöner wird. Das ist völlig sinnlos eigentlich. Es hat, ne, wir farmen hier jetzt nichts. Ja, doch, außer Erde natürlich. Die Erde brauchen wir auch. Nein, aber sonst, ansonsten ist, ne, es ist einfach nur wegen der Optik. Mich stören halt, wenn man hier solche Flussläufe hat oder einen schönen Flussläuf, der immer so unterbrochen ist von einigen Stellen. Da möchte ich jetzt einfach ein bisschen ran. Und ja, hab da in der letzten Folge schon mit angefangen. Zwei Stellen erfolgreich, naja, mehr oder weniger erfolgreich. Man muss ja da mitzählen, dass wir auf den Rückreisen auch dann immer überfallen wurden. Und mein Hund hat's halt erwischt, was sehr traurig war, aber er ist im Kampf gestorben, beziehungsweise in einer Explosion. Ich werte das jetzt, zähle das jetzt einfach so als Kampf. Ja, wir haben dadurch ein neues Projekt. Man muss es immer positiv sehen, wir haben dadurch auch ein neues Projekt bekommen, nämlich ihm einmal ein Grab zu schaufeln. Aber das machen wir nicht jetzt. Jetzt möchte ich hier erstmal weiter buddeln, was alles hergibt. Ich bin mal jetzt gespannt, ob ich jetzt nicht doch auch wieder überfallen werde hier im dunklen Wald. Die Bäume versuche ich mal jetzt hier stehen zu lassen. Stell dir mal vor, wenn man da vielleicht mit dem Boot mal über den Fluss fährt, dass das irgendwie sehr schön ist. Das machen wir dann auch mal. Machen wir mal eine schöne Bootstour und gucken mal, wie weit das so geht. Das mache ich immer sehr gerne. Ah, wieder eine Schaufel. Ja, aber wir haben noch welche dabei. Ja, das finde ich total gut, wenn man mit dem Fluss, Quatsch, mit dem Boot über den Fluss fährt. Ja, Terraforming ist praktisch auch bauen. Ne? Man muss ja nicht immer nur Häuser bauen oder irgendwelche Industrieanlagen und Raumstationen, sondern man kann eben auch mal in der Natur so ein bisschen umbauen. Kanäle anlegen und Flüsse verschönern, das Ufer so ein bisschen anpassen. Ja, ich guck mal vorsichtig. Oh, weia, wir haben noch ein ganz schönes Stück vor uns. Vielleicht mache ich erstmal die erste Etage hier. Da sehe ich doch was Blaues. Das ist aber sehr verdächtig. Ich bagger mich hier einfach durch. Ja, das ist doof, wenn man da jetzt so ein Loch... Ah ne, die Schicht muss ja eh noch weg. Genau. Normalerweise ist das doof, weil dann immer Strudel entstehen. Die kriegt man meistens nur weg, indem man schon wieder eine Schippe kaputt...
indem man da wieder Erde reinkippt. Ich bin ganz vertieft, ne, hier von der Arbeit. Meine Güte. Ah, ganz schönes Stückchen. Meine Fresse nochmal. Tja, aber da haben wir uns nun mal so ausgesucht, ne? Beziehungsweise ich hab's ausgesucht. Tja, und jetzt haben wir auch hier leider. Wo ist denn eigentlich hier? Das machen wir jetzt mal eben. Diesen Unterstand uns fertig bauen. Im Steinbruch ein paar Meter weiter haben wir eigentlich auch schon so eine Höhle gemacht. Die hätten wir jetzt auch benutzen können, aber das ist ja nur keine Arbeit, hier mal eben so ein Loch zu hauen, ne? Hier muss ja auch nichts rein. Hier muss ja eigentlich nur noch hinterher, machen wir noch ein bisschen tiefer. Hier stellen wir eine Werkbank rein, hier stellen wir eine Kiste rein, hier stellen wir ein Bett rein, hier stellen wir, na, ich glaube, einen Ofen brauchen wir noch niemals, ne? Aber das muss erstmal hier weg. So, Fackeln. Kiste und Werkbank. Ah, ich hebe ich gleich wieder auf. Die Werkbank passt optimal da vorne hin. Dann haben wir noch zwei Kisten. Ich brauche dringend jetzt eigentlich mal ein paar Schafe, weil sonst hängen wir echt hier fest, ne, in der Nacht. Es wird auch schon wieder dunkel. Nein, ach. Aber ich fürchte doch. Oh, das ist natürlich jetzt blöde. Hätte ich auch schon längst losrennen müssen. Ach du meine Güte, es wird ja schon völlig dunkel. Erstmal hier, ja gut, dann bauen wir hier mal so ein bisschen Komfort rein, ne? Ja, aber nicht so. Auch so nicht. Meine Güte nochmal, jetzt reiß dich mal zusammen, Vorbude. Wie? Wie bitte? Was war das denn? Ja, so klappt's. Ja. Tja, dumm gelaufen. Immer noch nicht genug Schaf in Sicht. Gut, dann heißt es jetzt improvisieren. Wir lassen ein paar Steaks hier, wir lassen ein bisschen Sand hier, die vorhandene Wolle schon. Und dann bauen wir hier noch ein bisschen und ja, vor allem die Erde verstopft uns jetzt hier das Inventar. Lassen wir auch hier, dann bauen wir uns jetzt einfach mal noch ein paar Schaufeln. Drei Stück an der Zahl. Ihr habt fleißig mitgezählt, dass ich mich nicht verzählt habe. Ja, gut. Was soll man machen? Ne, wir sind jetzt hier eingebuddelt. Ich mache Folgendes. Ich fange einfach mal an zu graben. Nur so, um die Zeit totzuschlagen. Ne? Und ich würde einfach vorschlagen, ich buddel hier einfach wild rein. Wenn ich was Interessantes sehe, dann schalte ich nochmal ein. Ansonsten gibt es jetzt einen kleinen Schnitt und am nächsten Morgen geht es dann eben weiter. Also jetzt nicht ausschalten oder so. Ne? Es ist nur ein kleiner Schritt, ein Zeitschnitt. Ne? Zeitreise für euch. Tra-da-da-tra-tra. Jo. Also, bis dann gleich. Okay, ihr habt nicht viel verpasst, das kann ich euch schon mal sagen. Ich habe diesen Raum gebuddelt. Ist das nicht toll? Ja. Und mir so die Zeit um die Ohren gehauen. Jetzt kann ich aber hoffentlich wieder raus. Ich renne auch einfach mal raus und durch unser Flussbett. Werde jetzt, damit uns das nicht nochmal passiert, auch sofort mal anfangen, Hühner zu jagen, Schafe zu erlegen, beziehungsweise nicht zu erlegen. Ich habe ja eine Schere mitgebracht, aber ich müsste natürlich jetzt wirklich mal ein paar Schafe auftreiben, denn so geht's ja nicht weiter. So, die Einschlagtot-Kuh ist jetzt auch schon, gibt's wohl nicht mehr hier. Zack. Ein Schlag und du bist tot. Da ist wieder eine Wüste. Ist das etwa unsere Wüste? Nein. Das ist nicht unsere Wüste. Schafe. Ich brauche Schafe, Leute. Eigentlich wollte ich das Flussbett bauen, aber nun
wenn ich dann nie schlafen kann, das ist natürlich nicht so schön. Das ist sehr unpraktisch. Hauptsächlich verlaufe ich mich jetzt nicht. Oder fall in ein Loch. Hier, wie die Kuh da unten. Ja. Komm, Schafe. Ich weiß, dass ihr da seid. Ihr braucht euch nicht verstecken. Ich werde euch schon kriegen. Ein riesiger Wald ist das hier, ne? Mensch. Aber es ist wohl offenbar kein Schafswald. Wo gibt's denn Schafe? Draußen auf der Prärie irgendwie so, ne? Ah, ist so weit weg. Wo haben wir denn eine? Was ist denn das da? Sumpf oder was? Tja, sind wir praktisch wieder zu Hause. Keine Schafe in Sicht. Minecraft, du magst uns heute nicht. Erst nimmst du uns unseren treuen Freund. Ja, dann lässt du mich hier hin und her rennen. Und jetzt gibst du mir keine Schafe. Ich habe den Verdacht, dass da hinten auf dieser Steppe ganz viele Schafe sind. Und die werde ich alle scheren. Die Kuh, die nehme ich mir auch noch mit. Huch! Huch! Zombies haben sich hier wohl auch rumgetrieben. Ja, keine Schafe. Ich glaube es nicht. Ja, immer wenn man es braucht, das ist der Wolfseffekt, wie ich ihn nenne. Ne? Immer wenn man Viehzeug braucht, dann erscheint keins. Kühe haben wir zum Beispiel jetzt. Wenn wir jetzt Kühe bräuchten, wäre hier alles voller Schafe. Das ist immer so. Tja. Ja, leider völlig vom ursprünglichen Plan abgekommen hier. Das Flussbett zu bauen. Jetzt sind wir praktisch wieder in unserer Höhle. Da drüben ist auch noch eine jede Menge Höhle. Also zurücklaufen jetzt, wo es schon wieder Mittag ist, werde ich nicht zur Höhle. Werde ich lieber hier in der Nähe des Dorfes bleiben, damit ich hier wenigstens schlafen kann. Solange bis wir dann endlich mal ein paar Schafe finden. Erkunden wir halt einfach. Wir machen das Beste draus. Ja, wir gucken uns dann eben die Gegend. Boah, da hinten ist ja auch irgendwie völlig. Was ist das denn? Ah ja, das ist neu generiertes Land. Das sind neue Chunks da hinten. Jetzt auf 1.9. Ne? Wir haben jetzt hier schon mehrere Generationen Chunks. In einer Welt. Und das ist sehr interessant. Kühe. Aber keine Schafe. Eine hübsche Inselgruppe und eine sehr harte Kante sehe ich da vorne. Okay. Schwimmen will gelernt sein. Ich guck mir das jetzt da mal da vorne an. Das ist aber, ui, ziemlich hart. Ist das auch wahrscheinlich neues Land, neue Chunks. Neues Chunkland. Der komische Horizont-Bug, den habe ich hier im Moment noch. Aber das ist völlig uninteressant, darüber nachzudenken. Ihr seht ja selber, welcher Version ich hier gerade spiele. Und das ist nun mal einfach so. Und ist auch ganz egal, was es sonst noch für Versionen so gibt. Und welche ihr jetzt gerade habt, wo ihr das seht, ne? Wenn es mich nicht egal wäre, dann hätte so ein Video immer nur eine Halbwertszeit von, was weiß ich, ein paar Tagen oder so. Und man müsste alles aufnehmen, was in einer älteren Version ist. Ah. Ja, ich frag mich jetzt bitte nicht, wo ich... Ja, ich schwimme mal lieber drauf zurück, weil das schaffe ich sonst nicht. Sonst hänge ich dann da fest und muss gucken, wie ich zu Rande komme. Aber ihr merkt schon, dass es mich im Prinzip wieder ein bisschen in die Ferne zieht. Mache ich aber jetzt nicht. Ich bleibe jetzt erstmal einer Sache. Ach, obwohl, zwingt ja keiner was. Ne?
Ich bin im Moment so ein bisschen, das ist eben, liegt an dieser Folge. Ich habe mein Ziel einfach überhaupt nicht erreicht. Es ist so völlig, hat überhaupt nicht geklappt, so jetzt. Ne? Und da muss ich halt gucken, wie ich jetzt darauf reagiere. Oh, ich muss an das Ende schwimmen. Da ist ja kein Tor sonst. Ja, wir haben auch im Dorf noch was zu tun. Ne? Der im Dorf muss noch repariert werden. Ich denke mal, vielleicht schaffen wir das sogar noch ein bisschen vor dem Sonnenuntergang. Dass wir vielleicht das Dorf auch noch ein bisschen beleuchten jetzt. Das sollen wir machen. Das machen wir jetzt einfach hier. Also ich denke mal, der Zaunbereich ist natürlich hell genug. So, und dann haben wir aber hier auch noch eine Menge zu tun, Leute. Also, das ist das Schöne an Minecraft, man hat eigentlich immer irgendwas zu tun. Obla, das habe ich jetzt so ein bisschen zu viel abgehauen, aber naja. Seht ihr mal, wenn das eine schief geht, und naja gut, dann macht man eben an einer anderen Stelle weiter. Das ist immer wunderschön. Das ist natürlich auch das, was so neuen Spielern immer große Probleme bereitet. Na, die sind... heutzutage gibt es ja kaum noch solche Sandbox-Spiele, die auch trotzdem noch einen gewissen Spielinhalt haben, wo man nicht so ganz auf sich selber gestellt ist. Heute ist viel so eine vorgeschriebene Story, alles linear und so. Also es ist ja in den letzten Jahren sowieso eine Unsitte geworden, dass man auch in solchen Action-Adventure-Spielen, wie zum Beispiel Gothic, Gothic ist auch ein trauriges Beispiel, Gothic 4... Das ist völlig linear geworden. Also man folgt einem roten Faden und geht dann so Quest für Quest, also Aufgabe für Aufgabe, geht man dann da durch. Man wird also als Spieler so richtig bevormundet und muss dann so ganz linear irgendwie was bewerkstelligen. Und das ist so natürlich völlig stinklangweilig für so ein Action-Adventure, weil da ist auch nichts Abenteuerliches mehr drin, wo man was selber erkunden kann. Ne? Also es ist einfach nur noch TÜNEF. Und, boah, der Creeper hat uns hier echt alles kaputt gemacht. In Minecraft ist das eben auch so. Man hat, ja, kann alles machen, was man eigentlich so will. Aber es ist halt niemand da, der sagt, tu dies und das. Ich glaube, das ist der Grund, warum man dieses Achievement-System eingeführt hat. Damit Spieler halt so ein bisschen mehr so eine Aufgabe haben. Ob das überhaupt funktioniert, so weiß ich überhaupt nicht. Es ist ja jetzt nicht so, dass Minecraft nicht besonders viel Erfolg hätte oder keine Spieler gäbe. Naja. Irgendwie scheint mir damit so klar zu kommen. So. Ich komme jetzt gar nicht klar hier. Bisschen Erde möchte ich jetzt nicht verballern für die Reparaturarbeiten, weil... Nö, das sehe ich halt nicht ein. Sand ist okay. Und das auch, und unser Rohholz. Habe ich da noch Rohholz irgendwie? Nee, ne? Doch. Ein bisschen. Das reicht vielleicht sogar noch. Holz, das ist wirklich, ey, sind, ne? Das ist dauernd. Oh, ist schon völlig dunkel. Gut. Dann lege ich mich aufs Ohr. So, und erstmal einen Kontrolllauf. Okay. Diese obere Linie, Reihe hier, die sollte ich auch mal weghauen. Die stört mich irgendwie. Gut, aber eins nach dem anderen. Jetzt mache ich erstmal hier alles wieder schön. Sand. Da habe ich alles. Okay. Und zwar hier. Unter uns ist gewiss noch irgendwas. Da brummt es immer. Da brummtet immer noch Zombie. Da. Man hört es. So, das sollte jetzt hier eigentlich, wie ich das so sehe, wollten wir sowieso noch einen Weg hinbauen. Vielleicht machen wir das direkt mal. Wo kommt der denn an, der Weg? Hier? Machen wir den hier einfach. Pass auf, so. Da kann ich hier wieder schön mit Sand abschließen. Oh!
Nicht schlecht. Okay. Vielleicht hier. Oh, wir kriegen Besuch, leider. Man muss sich dann praktisch zwingen, cool zu bleiben. Mal eben hier auffüllen. Aber das mit dem Weg ist natürlich keine schlechte Idee. Das machen wir direkt mal. Kam der jetzt noch her? Da frage ich mich immer, wo die herkommen, ne? Ich finde die so anschleichend irgendwie. Richtige Schleicher. Da ist er wieder, da. Ich verstehe das alles ja nicht. Hier fehlt auch noch Erde. Haben wir eine Erde dabei? Ein bisschen Erde haben wir dabei. Da können wir die Erde mal eben hier einsetzen. Ist auch kein Thema. Oh, die Folge ist, glaube ich, jetzt auch schon zu lange irgendwie schon. So, pass auf, jetzt kommt in diese Reihe hier so hoch. Machen wir erstmal ein bisschen Geröll. Oder auch Schonner genannt. Auffüllen mit Sand und dann haben wir es eigentlich schon wieder fast schön. Das kann weg und da wieder rein. Das war ja unser Erdeversuch vom Anfang irgendwann. Oh, Erde, Erde, Erde. Da und da. Ne? Ja, so haben wir es wieder gut, das Feld. Jetzt brauchen wir hier noch, habe ich Treppen dabei? Ja, ich habe auch Treppen dabei. So, jetzt haue ich hier nämlich richtig rein. Ohne Unterlass. Ach komm, die können wir doppelt machen, die Treppe. Die einzelne Treppe, die ist, sieht da so beengt aus irgendwie. So, und jetzt hier hoch. Ah ne, wollen wir nur hier weghauen. Ja. Noch ein paar Treppen machen. Aber guck mal, das haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal schön. Wieder. Die Schmuddelecke, ne? Hier noch ein paar Fackeln hinstellen, vielleicht auf so kleinen Laternenpfosten. Das könnte ich mir für die nächste Folge sehr gut vorstellen. Und sicher noch das ein oder andere mehr. Und deswegen sage ich mal, machen wir das auch beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen und dass ihr halt hier dieses Abenteuer ein bisschen mitgemacht habt. Ist ja ein bisschen in die andere Richtung gelaufen, als es ursprünglich sein sollte, aber ihr seid ja nun auch flexibel. Ne? Also, bis dann, ciao.